Seit 10 Jahren tobt der Krieg in Afghanistan. Nach den Anschlägen vom 11. September rief George W. Bush seinen Krieg gegen den Terror aus. Er versprach, den islamistischen Terrorismus zu beenden und den Aufbau von Demokratien voranzutreiben. Doch die Ergebnisse waren andere. Seit dem Einmarsch ist dieser Krieg systematisch eskaliert. Die NATO hat Afghanistan nicht befreit, weder die Frauen und Mädchen noch die Ärmsten der Armen. Geheimgefängnisse, Entführung, Hinrichtung und Folter gelten als legitimes Mittel. Der Krieg gegen den Terror hat ca. 250.000 Menschenleben gefordert. Umgebracht von Soldaten, Söldnern und Geheimdiensten. Der Abbau von demokratischen Grundrechten hat massiv zugenommen. Überwachung und Sicherheitsdenken bestimmen die Politik. Dafür geht die Propagandalüge vom demokratischen Aufbau in die nächste Runde. 10 Jahre Krieg in Afghanistan haben weder Frieden noch Demokratie noch Menschenrechte gebracht. Im Gegenteil, Krieg ist die größte Menschenrechtsverletzung. Allein im letzten Jahr sind in Afghanistan 2.700 Zivilisten gestorben. Kinder, Frauen, Ältere. Frieden lässt sich nicht herbeibomben. Dabei sind diejenigen, die am meisten unter dem Krieg leiden, die Frauen. Die Muttersterblichkeit in Afghanistan ist die zweithöchste weltweit. Die Gewalt gegen Frauen nimmt zu. Ohne funktionierende Sozial- und Gesundheitsversorgung stehen die Frauenrechte nur auf dem Papier. 9 Millionen Menschen leben in Armut. 60% sind unterernährt. Die Wirtschaft wurde durch den Neoliberalismus vollständig zerstört. Entwicklungspolitische Hilfe, sofern sie überhaupt gewährt wird, kam nicht bei denen an, die sie bedürfen. Insgesamt 5.300 Bundeswehrsoldaten sind in Afghanistan im Einsatz. Und dieser Krieg kostet Deutschland bisher 36 Milliarden Euro. Das schlimmste Massaker ist der Bombenangriff auf die Tanker in Kunduz. 170 Tote sind die Folge dieses völkerrechtswidrigen, illegalen Einsatz. Am 5. Dezember ist Afghanistan-Konferenz in Bonn. Dort werden sie vom Frieden reden, aber die Realität ist eine andere. Sie reden vom Frieden, sie führen Krieg. Demonstration der Friedensbewegung am 3.12. in Bonn. Kommt nach Bonn und beteiligt euch an den Protesten.